herzlichen Dank für die kurze Einführung. Ich will Sie heute ein wenig mitnehmen in die Weite, aber auch in die Tiefen Europas, in die langen Wellen, die eigentlich europäische Politik immer beinhaltet. Wir reden über lange Zeiträume, aber diese Wellen, die in Europa stattfinden, die europapolitisch begleitet werden von den Mitgliedstaaten in einer großen EU, in einer EU, die, was die Gesundheitswirtschaft angeht, die Gesundheitssysteme so unterschiedlich ist wie die Regionen in der EU, quasi vom Fjord bis zur Wüste in Spanien, von der Nordsee bis zur Ostsee und von Bergen bis zum flachen Land. So ähnlich ist auch die Landschaft der Gesundheitssysteme im neuen Europa. Und eine der Wellen, die vor langer Zeit begonnen haben, in die ich eingehen wird, nähert sich ihrem Abschluss. Das ist die Frage der Patientenmobilität. Und wenn ich Ihnen gleich meinen Vortrag präsentiere, übrigens ohne PowerPoint, dann bitte ich immer daran zu denken, dass Europa nicht nur Politik ist, abstrakte Verträge, sondern dass Europa auch ein Rechtsstaat ist, in der Politik, aber auch Rechtsetzung stattfindet, durch Politik, aber auch durch Gerichte. Letzteres ist, glaube ich, gerade im Bereich der Patientenmobilität, der Gesundheitswirtschaft auch ein wichtiges Momentum heute, aber auch für die Zukunft. Zu Beginn möchte ich ein wenig eingehen, wie eigentlich ein Gesundheitsministerium europapolitisch denkt. Das ist nicht aus Grund der Systembildung. Sie wissen, die Nationalstaaten achten sehr stark darauf, doch die Kostensteuerungshoheit zu behalten. Für ein Gesundheitsministerium eigentlich auch eine relativ neue Aufgabe. Die Herausforderungen der Gesundheitspolitik zeigen sich einmal europäisch, aber auch in der Globalisierung. Die Europäisierung der Politik, auch der Gesundheitspolitik, ist eine ökonomische Tatsache durch den Binnenmarkt, ist auch eine politische Aufgabe. Denn nur durch die Europäisierung, durch ein politisch-ökonomisch geeintes Europa, wird es uns gelingen, den Herausforderungen von Technik, hier wurde Gesundheitswirtschaft als Markt, als Chance beschrieben, für den Gesundheitspolitiker sind das natürlich auch Kosten. Und Kosten, die er irgendwo finanzieren soll, durch Beitragssysteme oder durch private Auflagen. Wir müssen uns also auch in der Gesundheitspolitik Europa stellen, aus einem weiteren Grund, aus dem Grund der europäischen Bürger. Ein Europa des Binnenmarktes ist auch ein Europa der Bürger, die sich in diesem Binnenmarkt bewegen, die sich bewegen mit Erwartungen an Politik, an Rechtsetzung, an Versorgung. Und die auch den Mehrwert von Europa spüren wollen. Die wollen also nicht nur Positives sehen im Sinne von, ich kriege Güter, Dienstleistungen günstiger, besser, qualitätsmäßig besser, sicherer, sondern sie wollen natürlich als Bürger, wie wir früher in den Mitgliedstaaten national, wie jetzt europäisch, den Mehrwert europäischer Politik erleben. Und da ist gerade die Gesundheitsversorgung, das Gesundheitssystem natürlich ein zentrales. Denn dort erlebt sich der soziale Mehrwert von Politik, von Rechtsrahmen, von Europa am schnellsten und am unmittelbarsten. Die Frage für das Gesundheitsministerium ist also nicht, brauchen wir eine europäische Gesundheitspolitik in einem geeinten wirtschaftlichen Europa? Die Frage lautet vielmehr, die Frage ist entschieden, sie ist positiv entschieden. Die Frage lautet vielmehr für uns, wie können wir Voraussetzungen dafür schaffen, dass dieses Europa auch bürgernah erlebbar ist? Und nicht weniger wichtig, wo liegen in einem politischen, wirtschaftlich geeinten Europa künftig Chancen und Risiken eines Gesundheitssystems? Meine Erfahrungen haben gezeigt, von den Grenzregionen können wir immer wieder entscheidende Impulse auch für politische Entwicklungen erleben, hier im Osten wie früher genauso im Westen. Hier unmittelbar an der Grenze gewinnt zum Beispiel Patientenmobilität eine besondere Dynamik und erfüllt die aktuellen politischen Verträge mit Leben. Die Bürgerinnen und Bürger bewegen sich heute selbstverständlich über die Grenze. Sie arbeiten und leben grenzüberschreitend. Sie gehen grenzüberschreitend zur Arbeit und zum Arzt. Neben allen Vorteilen, die die Freizügigkeit den Bürgerinnen und Bürgern der EU bietet, zeigen sich aber auch immer wieder Probleme. Insbesondere bei der Frage, wie sichere ich die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Probleme, die es in ähnlicher Weise seit Beginn der Gemeinschaft Kohle und Stahl 1957 gab, die langen Wellen.
und die schließlich in die sogenannte Verordnung 140871 mündeten, auch aufgrund von Rechtsprechung. Diese Verordnung ist dafür gedacht, die sozialen Rechte von Wanderarbeitnehmern zu klären, aber sie gibt auch nicht wandernden Bürgerinnen und Bürgern Europas Rechte und gewährt in bestimmten Fällen Zugang zu ausländischen Gesundheitssystemen. Gleichzeitig besteht im politischen Europa Einvernehmen darüber, dass es einer Strategie bedarf, die sicherstellt, dass Bürgerinnen und Bürger auf Wunsch ihr Recht auf Versorgung in anderen Mitgliedstaaten auch wahrnehmen können. Hierzu dürfte einigen im Raum, glaube ich, die Rechtsprechung des EuGH auch noch in Erinnerung sein, der berühmte Prozess Kohl-Decker, der dieses sozusagen auch von Seiten der Rechtsprechung, der Politik ins Stammbuch geschrieben hat. Das Ganze ein wenig die Quadratur des Kreises, das Ganze allerdings ohne die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation ihres Gesundheitswesens einzuschränken. Denn die mitgliedstaatliche Hoheit über das eigene Gesundheitssystem war immer ein Kernelement der Vertragsbestimmungen zum Gesundheitsschutz über alle Vertragsänderungen, Lissabon, Maastricht-Vertrag, Amsterdamer Vertrag hinweg. Gleichwohl und dessen ungeachtet entfalten Binnenmarktsregelungen auch ihre Gültigkeit im Gesundheitswesen. Nachdem einer rechtlichen Regelung zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ob zu Recht oder zu Unrecht, das lassen wir an dem Tisch hier mal dahingestellt, eine Regelung zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in der allgemeinen Dienstleistungsrichtlinie eine Absage erteilt worden war, beschloss man im Frühjahr 2006, wir sind jetzt 2011, für europäische Verfahren eigentlich relativ jung, beschloss man im Frühjahr 2006 eine eigene sektorale Richtlinie für die Gesundheit einzuführen. Im Juli 2008 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Rechte von Patienten bei der grenzüberschreitenden Gesundheit vor. Und im Januar diesen Jahres, endlich hat das Europäische Parlament, Januar, keine 4 Wochen her, hat das Europäische Parlament, auch ein Player im europäischen Politikbereich, hat das Europäische Parlament einem Kompromiss zugestimmt, der zwischen ihm und dem Gesundheitsministerrat, also den Mitgliedstaaten, monatelang zwischen 2008 und heute ausgehandelt worden war. In wenigen Wochen, hoffentlich, wird die Richtlinie dann im Ministerrat gebilligt werden und damit eine Lücke in der Gesetzgebung Europas geschlossen. Europa wird endlich eine Richtlinie über Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung haben. Und Patienten und Patientinnen werden im Wege der Kostenerstattung Gesundheitsdienstleistungen überall in Europa in Anspruch nehmen können. Vorabgenehmigungen im ambulanten Bereich werden wegfallen. Vorabgenehmigungen im stationären Bereich dürfen nur noch in begründeten Fällen versagt werden. Soweit so gut. Soweit die Richtlinie. Es ist klar, dass es notwendig werden kann, in einem anderen Land ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, Gesundheitsdienstleistungen nachzufragen, ist eigentlich schon gelebte Praxis, allerdings eher bei denjenigen, die sich das privat leisten können. Während der Arztbesuch im Urlaub eher zufällig und ungeplant erfolgt, gibt es seit Jahren die Tendenz, sich auch im Ausland medizinisch behandeln zu lassen. Einige Patientinnen und Patienten tun dies aus Kostengründen. Ich glaube, hier in der Region im Regelfall die deutschen EU-Mitglieder, die dann ihren Zahnersatz auf der anderen Seite der Grenze organisieren. Andere weichen ins Nachbarland aus, um Wartezeiten zu vermeiden und um sich optimale Versorgungsqualität zu sichern. Das ist insbesondere in Großbritannien ein großes politisches Problem, weil dort das Warteschlangenmanagement auch gesetzlich abgesichert ist. Andere sind im Grenzgebiet zu Hause und besuchen einfach das räumlich nächstgelegene Krankenhaus oder den räumlich nächstgelegenen Arzt, der für seine Krankheit, für seine besonderen Sorgen der Beste ist. Allein die AOK Nordost geht von ca. 400 Versicherten aus, die sich jährlich ihren Zahnersatz in Polen herstellen lassen. Grenzüberschreitende Versorgung in dem Bereich gehört also bereits zum Alltag. Und doch, wir haben eine Richtlinie, ich habe es referiert, die die Patientenrechte positiv formuliert, die die Mobilität stärken soll. Und doch, wer im Ausland, auch in Deutschland oder in Polen, Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen will oder nehmen muss, steht auch in Zukunft vor einer Vielzahl von Fragen.
Wann darf ich welche Leistungen in Anspruch nehmen? Wer erstattet meine Kosten? In welcher Höhe werden meine Kosten erstattet? Muss ich eine Vorabgenehmigung weiterhin vorweisen? Muss ich in Vorkasse treten? Wohin wende ich mich im Schadensfall? In Deutschland sind diese Fragen gesetzlich geregelt aufgrund der EU, aufgrund der EuGH-Rechtsprechung. Und sie werden quasi mit der Richtlinie nochmal kodifiziert. Und sie wird sich diese Fragen, die Antwort auf diese Fragen wird sicherlich auch durch weitere Rechtsprechung des EuGH konkreter werden. Meine Damen und Herren, wo ist der Dreh- und Angelpunkt für das Thema heute? Die Frage von Zusammenarbeit, von Kooperation, von grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Muster für europäische Politik. Der Dreh- und Angelpunkt bleibt weiterhin die Frage der Kosten. Darum darf man nicht herumdiskutieren. Das ist aufgrund der Systemunterschiede, aufgrund der Unterschiede der Finanzierung der Gesundheitssysteme weiterhin die Gretchenfrage. Eine ambulante Versorgung können die Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige Genehmigung in einem anderen Mitgliedsland in Anspruch nehmen. Ich habe es erwähnt. Die Schwierigkeit ist, die Kosten werden nur bis zu einer Höhe erstattet werden, die auch bei der Behandlung im Heimatland erstattet wird. Ich kenne jetzt nicht die Unterschiede zwischen einzelnen Positionen der Gebührenordnung hier wie in Polen. Aber innerhalb Europas, kann ich Ihnen sagen, liegt da die Spannweite von einigen 1.000 Euro zu 100 Euro zwischen einzelnen Ländern. Für stationäre Behandlungen in einem Mitgliedstaat muss nach wie vor eine Genehmigung eingeholt werden, auch wenn die Genehmigung im Grunde leichter geworden ist. Gleiches gilt für Behandlungen, die unter Einsatz hochspezialisierter, kostenintensiver, neuer, wir haben es gerade gehört, was sich alles auf dem Sektor tut, kostenintensiver, hochspezialisierter Medizintechnik stattfinden. Dieses wegen der Planbarkeit und der von Gesundheitsdienstleistungen notwendig, denn nur so kann eine Region, kann ein Mitgliedstaat auch die entsprechenden Ressourcen organisieren bzw. die Finanzierungsfragen organisieren. Die Genehmigung muss jedoch erteilt werden nach der neuen Richtlinie, wenn das eigene Gesundheitssystem die Versorgung innerhalb einer medizinisch notwendigen Frist nicht sicherstellen kann. Aber was ist das für eine Frist? Und auch hier müssen die Kosten, die Gretchenfrage des ganzen Systems, mindestens bis zu der Höhe erstattet werden, in dem auch im eigenen Land erstattet wird. Insofern haben wir auf der einen Seite mit der neuen Richtlinie oder werden wir auf der einen Seite, sie ist ja noch nicht vom Rat angenommen, werden wir voraussichtlich mit der neuen Richtlinie klarere Beschreibungen, klarere Rechtsgrundlagen haben. Auf der anderen Seite bleibt die Grundsatzfrage für viele Mitgliedstaaten, wie organisiere ich das, die Kosten im Bereich der Gesundheit, des Gesundheitssystems in dem kalkulierten Rahmen bleiben. Also die Risiken zu den technischen Entwicklungen, die kostentreibend sind, sowohl insbesondere in der Pharmaindustrie, aber auch in der Medizintechnik selber, tritt eben auch das Risiko für viele Mitgliedstaaten, nicht für Deutschland, glaube ich, aber für viele Mitgliedstaaten hinzu, die Kosten auch durch Patientenmobilität mit in den Griff zu behalten. Was heißt das für das heutige Thema regionale Kooperation als Modell für europäische Gesundheitspolitik? Das ist ja schon eine große Spannweite, die sich in der Themenstellung dort widerspiegelt. Europäische Gesundheitspolitik, langer Atem, regionale Kooperation, eigentlich sehr dicht am Alltag, sehr dicht am Möglichen, sehr dicht an Fragen auch von Realisierbarkeit in kurzer Frist. Klar ist, dass es mit der Richtlinie einen Rechtsrahmen gibt. Klar wird auch werden, dass der EuGH das Ganze natürlich weiter präzisiert, also weiterhin im Sinne präzisiert, dass die Patientenrechte gestärkt werden. Klar ist auch, dass damit für Politik national wie auch regional natürlich eine Herausforderung entstehen wird. Für Politik, die dafür sorgen will, natürlich das Beste für den Bürger bereitzustellen, auch gerade vor dem Hintergrund demografischer Entwicklung. Klar ist, dass Patientenmobilität rechtlich nicht nur rechtlich anerkannt ist, sondern auch schon das Leben vieler Bürger in Europa prägt, gerade in den Grenzregionen. Und das klar ist auch, dass die Anbieter natürlich darin eine Aufgabe sehen, aber auch eine Chance sehen.
Vor diesem Hintergrund sind Kooperationen der Mitgliedstaaten auf regionaler Ebene quasi der Schlüssel in meinen Augen. Der Schlüssel, um europäische Gesundheitspolitik konkret zu machen, aber auch der Schlüssel für die Politik an Beispielen zu sehen, dass Patientenmobilität eben nicht ein Nullsummenspiel ist, wo Kosten von den einen auf den anderen verlagert werden, beziehungsweise Systeme sich in ihrer Unterschiedlichkeit manifestieren und auch am Ende so bleiben, sondern Beispiele sind, die dann auch von Politik sicherlich aufgegriffen werden, europäischer Politik Beispiele sind, dass man durch Zusammenarbeit, durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit erstens Grenzen überwindet, Grenzen überflüssig macht, aber auch eine neue Systematik in der, wir sprachen hier von Clustern, ich würde sagen neue Übersicht, neue Möglichkeiten für gestaltende Gesundheitspolitik regional wie auch am Ende national schafft. Ohne konkrete Zusammenarbeit, ohne langsame Angleichung von Versorgungsstrukturen, ohne kostensenkende, ich betone das Wort, kostensenkenden Innovationen bei Technik, aber auch bei Verfahren, ohne Innovationen bei den Versicherungsangeboten. Das ist der Player, der natürlich auch wichtig ist. Die Frage, wie werden Bürger in die Lage versetzt, sich vorzusorgen, sich abzusichern, Schritt für Schritt an Leistungen in verschiedenen Niveaus von Entwicklung statt teilzunehmen. Wird es ohne diese Kooperation, ohne diese konkreten Zusammenarbeitsbeispiele, wird es im Gesundheitssektor nicht gelingen, die Bürger vom sozialen Mehrwert europäischer Gesundheitspolitik, europäischer Einigungsprozesse zu überzeugen. Vor diesem Hintergrund sind meines Erachtens regionale Kooperationen der Schlüssel. Und wo kann ein Schlüssel am schnellsten ein Schloss finden? Ein Schloss finden, das man dann auch aufschließen kann, wo man eine Tür mit öffnen kann. Meines Erachtens zeigt die Lebenserfahrung, dass Schlüssel und Schloss sich dann finden, wenn sie zueinander passen und die Leute den Weg auch dorthin finden, wenn sie gleiche Interessenlagen haben. Ich fand an den vorherigen Vorträgen sehr schön beschrieben, dass hier natürlich regional grenzüberschreitende, eigentlich die gleichen demografischen Herausforderungen, die gleichen Herausforderungen, was Kostenfragen, was Technikentwicklung im Gesundheitssektor angeht, bestehen. Die gleichen Herausforderungen ist auch darin bestehen, das notwendige medizinische Personal zu finden. Dieses Ganze verdichtet an Interessenlagen, die ähnlich sind, finden wir in den Grenzregionen. Hier zwischen Deutschland und Polen, hier in Frankfurt-Oder, genauso wie zwischen Maastricht und Aachen auf der anderen Seite der Republik. Und auch hier werden wir die Beispiele finden, die dann später, so meine Erfahrung, auch in größeren Zusammenhängen umgesetzt werden und die zu einer ganz anderen Form von Kooperation, Zusammenarbeit, aber auch Definition von Versorgungsgebieten am Ende führen wird. Zusammenarbeit in grenzüberschreitendem Bereich ist ein wichtiger, faktischer Bestandteil europäischer Politik, denn sie bietet das Beispiel, sie zeigt die Wirksamkeit von Politik. Sie ist aber auch psychologisch ein wichtiger Baustein für ein gemeinsames Europa, denn über sie zeigt sich der Mehrwert europäischer Politik. Bei allen noch vorhandenen Unterschieden zwischen den Versorgungssystemen unserer beiden Staaten, Polen und Deutschland, halte ich es gleichwohl konkret für möglich, dass sich innerhalb der nächsten 10 Jahre in den Grenzregionen völlig andere vernetzte Strukturen in der medizinischen Versorgung entwickeln werden, dass beide Seiten von Synergieeffekten profitieren werden, beide Seiten erkennen werden und auch an Beispielen vorleben werden, dass die auf der einen Seite kostentreibenden Faktoren durch bessere Zusammenarbeit zumindest gedämpft werden können. Und ich bin mir auch sicher, dass die Patienten und die Leistungserbringer, also die Menschen, die in der Gesundheitswirtschaft arbeiten, erkennen werden, dass grenzüberschreitendes Denken in diesem Fall ihre Arbeitsplätze, ihre Leistung qualitativ verbessert und auch absichert. Zukunft wird aber in der Vergangenheit in der Regel vorbereitet. Das geschieht auf europäischer Ebene, aber es braucht am Ende die Umsetzung, die Fantasie, das Erkennen von Möglichkeiten vor Ort von den handelnden Akteuren, ebenso wie von der Politik vor Ort. Das ist meine Erfahrung.
Inwieweit die sich realisieren wird hier in Frankfurt oder werde ich gespannt verfolgen. Aber auch in diesem Sinne wünsche ich der Tagung gute Einblicke, gute Gespräche und am Ende insgesamt viel Erfolg. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.